Erfahrung mit den Riester-Renten und mit den Verträgen. Und die Regierung freute sich von Jahr zu Jahr, dass die Zahl derjenigen, die das abgeschlossen hat, wuchs. Halten die Leute das durch? Leider haben wir keine sehr genauen Zahlen jetzt nur für Riester, sondern insgesamt für die privaten Versicherungsprodukte. Und da ist es so, dass wenn ein Produkt abgeschlossen wird und das soll 35 Jahre lang anhalten, dann ist es so, dass gut ein Viertel aller Kunden durchgehalten haben. Drei Viertel aller Kunden kündigen den Vertrag, sind draußen aus dem Vertrag. Und wenn man sich vorstellt, das würde jetzt hier bei dieser Zuschussrente in genau der gleichen Formel auch laufen, dann würden aus den 880 Berlinern, für die an sich diese Zuschussrente anscheinend hier überhaupt in Frage kommen, sind dann gerade noch mal 220 übrig. Das heißt, wir reden hier über ein Problem, das gar nicht mit diesen Mitteln gelöst werden kann, wenn diese unglückliche Vermischung von umlagefinanzierter und kapitalgedeckter Altersvorsorge hier so auf diese Art und Weise verquickt wird. Also aus den Augen des Bundes der Versicherten ist es eigentlich schlecht, Riester-Verträge abzuschließen? Die meisten Riester-Verträge sind heutzutage so gestrickt, dass am Schluss nichts Vernünftiges bei rauskommt. In der individuellen Situation, die Mutter, die drei Kinder hat und so weiter und viele Zulagen mitnehmen kann und auch schon einen gesetzlichen Anspruch hat, der hoch genug ist, die kann davon profitieren. Nur, damit diese Dame profitieren kann, müssen ein paar Steuerzahler richtig bluten. Und das Gesamtsystem in sich ist ineffizient. Deswegen wäre es eigentlich wichtig, jetzt nicht daran rumzudoktern, wie man dieses System jetzt so ein bisschen besser hinkriegen kann, sondern entweder sich zu überlegen, wie man die umlagefinanzierte Rente wieder ein bisschen auf bessere Beine stellen kann oder aber eine offene Diskussion führen für einen dritten Weg. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, als nur in dem einen oder dem anderen System zu arbeiten. Aber was würden Sie jetzt eben einem Geringverdiener ganz konkret, ohne dass wir gleich über andere Systeme nachdenken, empfehlen, weil der wird noch viel weniger in Immobilien oder in Gold investieren können. Was macht der, wenn er nicht Risse abschließen soll? Für den Kleinsparer, sagen wir mal, gibt es im Moment eigentlich keine echte gute Möglichkeit, Geld anzulegen. Denn wer sicher Geld anlegen will, der muss sich ja irgendwo dort orientieren, wo die Umlaufrendite im Moment liegt. Die Umlaufrendite ist aber signifikant unter dem, was die Inflation ist. Nämlich bei 1,75 irgendwie sowas? Die Umlaufrendite ist noch ein Stück weiter drunter und Inflation 1,75 2,5 in dem Dreh. Auf jeden Fall ist da ein großer Gap dazwischen. Okay. Das heißt, wer heute Geld spart, wird auf jeden Fall einen Verlust des Gegenwertes erleiden, wenn man mit sicheren Produkten sparen will. Wer ins Risiko gehen will, der hat Chancen, aber der kann natürlich auch alles verlieren. Das heißt, aktuell ist es in der jetzigen Zinslandschaft eigentlich nicht möglich für einen Kleinsparer, der nicht in Sachwerte gehen kann, das Geld von heute in die Zukunft zu transferieren. Deswegen wäre es großartig, wenn hier dieser politisch niedrige Zins insgesamt mal erhöht würde, so dass diejenigen, die auch Kleinsparer sind, einfach von so einer Zinssituation auch partizipieren und was davon haben. Axel Klannert, schön, dass wir Sie heute hier haben, der Bund der Versicherten. Neben der sonstigen Kritik offensichtlich noch mal eine sehr fundamentale Kritik an dem, was der Staat mit der Riester-Rente erfunden hat, mit der privaten Vorsorge erfunden hat. Und nun wollen Sie die Menschen auch noch in die private Vorsorge zwingen, bevor sie in den Genuss kommen, einen Teil ihrer Zuschussrente kriegen zu dürfen. Was ist daran toll? Darf ich vielleicht zwei Sätze noch mal vorweg sagen? Ich glaube, da ist auch Notwendigkeit, darüber zu diskutieren, wie das Grundkonzept unseres Rentensystems ist. Wir haben vor 10 Jahren beschlossen, erstens dadurch, dass wir viel mehr Ältere kriegen, meine Generation ist das vor allem, die wenig Kinder gehabt hat. Wir müssen länger arbeiten, das ist die Rente mit 67. Zweitens, die Umlage ist das eine Bein und das zweite Bein ist die private Vorsorge. Und das ist nicht nur Riestern, das ist zum Beispiel auch 19,6 Millionen betriebliche Altersvorsorgen. Also ich finde, die darf man nicht einfach beiseite schieben, die sind ganz, ganz wichtig. Zum Beispiel jeder Bauarbeiter in der Baubranche hat automatisch eine betriebliche Altersvorsorge und das ist eine große Errungenschaft. So. Wenn man jetzt den Blick auf die Riester-Rente wirft, ja, nicht jedes Riester-Produkt ist gut, aber auch nicht jedes Riester-Produkt ist schlecht. Weil wir Schwächen darin durchaus auch sehen, jetzt nach 10 Jahren, sind wir gerade dabei, auch diese Riester-Produkte zu reformieren. Also zum Beispiel sagen, es muss genau klar sein, was hinten rauskommt. Ja. In einem Beipackzettel, der definiert ist, damit die Leute auf einen Blick sehen, was hinten rauskommt. Und nicht, wie, da haben Sie recht, wie heute, relative Intransparenz. Was kriege ich eigentlich für mein eingezahltes Geld? Oder, ich nehme nur ein zweites Beispiel, diese Hello- und Goodbye-Prämien. Also wenn ich wechseln will, dann muss ich richtig viel zahlen. Das wird gedeckelt.
Eben klang bei Herrn Kleinlein ein, das hat er so nebenbei gesagt, ja gut, wenn man eine Mutter mit 3 Kindern ist, da lohnt es sich. Ich will ganz deutlich sagen, der Staat gibt bewusst bei der Riester-Förderung ganz viel rein. Man kriegt als Geringverdiener für 5 Euro als Erwachsener 13 dazu. Mhm. Wenn man ein Kind hat, 26 Euro. Also eine Mutter mit 2 Kindern kriegt für 5 Euro im Monat 65 Euro obendrauf. Ich habe das Prinzip noch nicht verstanden. Wenn ich diese Systemfrage noch mal stellen darf, warum sind 5 Euro in diese Riester-Verträge super und warum ist beispielsweise eine 0,5-prozentige Beitragserhöhung Gift? Dann würde das Geld ja aber im System der Rentenversicherung bleiben. Also wenn wir jetzt nachgewiesen bekommen durch die Realität, Herr Kleinlein nickt gerade, darf ich Sie so interpretieren, dass diese Verträge von den Versicherungskonzernen auch benutzt werden, um sich selbst zu sanieren, warum lassen wir das Geld dann nicht lieber im System und stärken die gesetzliche Vorsorge? Aber was heißt das gesetzliche System? Wir müssen ja den Leuten Geld wegnehmen, um ihnen zu sagen, sie müssen das dann noch mehr in die gesetzliche Umlage geben. Wir haben das Rentensystem auf diesen beiden Beinen aufgestellt. Und ich finde wichtig, dass wir jetzt nicht das ganze System in Frage stellen, denn das ist auch ein schwerer Bruch auch der Versprechen an die junge Generation, dass wir Lasten auch auf die ältere Generation, meine Generation nehmen, sondern ich finde wichtig zu sagen, wo sind die Gerechtigkeitslücken und die sind eben für die Geringverdiener da, darüber debattieren werden. Gut. Da konkret rangehen, das ist jetzt die Aufgabe der Zeit, bei diesen Gerechtigkeitslücken sind wir, hier ist nochmal eine tatsächlich dramatische Übersicht. 2500 Euro im Monat, ein Arbeitsleben lang. Viel leichter gesagt als getan. Eine Verkäuferin in Ostdeutschland verdient im Schnitt 1.745 Euro brutto im Monat. Der Wachmann in Berlin bekommt 1.500 Euro. So wenig wie eine Köchin. Dachdecker und Zimmermann kommen im Osten auf knapp 2.000. Wie auch Sekretärinnen. In Westdeutschland geht der Fleischer und der Bäcker mit 1.900 Euro nach Hause. Altenpfleger und Friseurinnen, Erzieher, Kellner, Physiotherapeuten, für sie alle sind 2500 Euro brutto im Monat nicht erreichbar. So, Herr Hüther, nochmal die Systemfrage, das sind genau die 2500 Euro, mit denen die Studie von Frau von der Leyen auch zitiert wurde. Das sind Berechnungen... 35 Jahre, das sind Berechnungen des Statistischen Bundesamtes, wer 2010 diese Gehälter nicht bekäme. Insgesamt 36%. Das ist ein Stundenlohn von 14 Euro auf diese 40 Jahre gerechnet. Und wir würden dann bei einer normalen, mehr oder weniger Grundsicherung, Grundabsicherung landen. Ist das die Realität in Bezug auf die staatliche Rente oder sagen Sie, das ist sie eben nicht? Erstmal kommen ja noch, ist man im Haushaltskontext, das heißt man ja nicht nur alleine, also wir betrachten. Aber die Frage ist ja, Sie rechnen mit 35 Jahren. Ich meine, Sie konterkarieren Ihre eigene Rentenpolitik, wenn Sie mit 35 Jahren rennen. Jahre sagen, das ist 2000. Ja, und wir rechnen, wir gehen aber auf weit über 40, wir gehen auf 45 Jahre. Aber darüber reden wir doch. Wo sind denn die Jobs? Also mich würde jetzt nochmal interessieren, wir haben 41,5 Millionen Erwerbstätige. Wir haben den absoluten, den historischen Höchststand der Beschäftigung. Ich weiß ja, das ist alles immer furchtbar beliebt, das alles zu negieren, aber ich werbe erstmal nur mal für dieses Faktum. Das heißt, es ist uns gelungen, Beschäftigung aufzubauen, so viel wie noch nie zuvor. Aber das ist gerade nicht die Frage. Ja, Moment, die Fragen reicht das. Haben wir es mit der Absenkung des Rentenniveaus politisch übertrieben, ist die Frage. Nein, haben wir nicht, weil Sie können ja ganz einfach mal Folgendes überlegen. Sie haben die eine Kohorte, das sind die Rentner, und die anderen, das sind die Beitragszahler. Kohorte ist mein Lieblingswort. Ja, dann nennen wir die Gruppe die Rentner und die Beitragszahler. So, die einen wollen eine Rente, die anderen müssen zahlen. Und wenn sich diese Gruppen relativ verschieben, wir haben mehr Rentner als Beitragszahler, weil wir aufgrund der Alterung bei festem Rentenzugangsalter genau dieses Phänomen haben, dann können Sie 3 Dinge machen. Entweder Sie jetzt senken das Rentenniveau, oder Sie erhöhen die Beiträge, oder Sie verschieben den Rentenzugang. Und der Rentenzugang, das heißt von 65 auf 67, und ich halte für zumutbar, was auch der Sachverständigenrat gesagt hat, in die Richtung 70 zu gehen, führt ja dazu, dass Sie länger auch Beiträge zahlen, das heißt auch zu einer höheren Rente kommen. Und wir teilen die Lasten auf. Denn unsere Sorge war doch, dass alles bei den Beitragszahlern landet. Und insofern ist ja auch das, was im Augenblick diskutiert wird, da gehen Sie ja so lässig mal eben drüber hinweg, den Beitragssatz von 19
19,6 auf 19% zu senken, wie Ihr Gesetzentwurf das vorsieht, führt erstens dazu, dass die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer mehr haben und zweitens, dass die Rentenanpassung im nächsten Jahr höher ist, nämlich etwa fast 1%. Das heißt, wer also den Rentnern eine Erhöhung verbieten will oder nicht geben will, der sperrt sich gegen diese Beitragssatzsenkung. Das Rentensystem der Umlagerente ist hinreichend justiert. Wir haben hinzugefügt diese zweite Säule. Und jetzt kann man die natürlich kaputt reden. Das kann man auch machen. Und man kann natürlich auch mit falschen Argumenten kommen. Ich werde es eben noch mal korrigieren. Da wird gesagt, da wird mit 103 Jahren gerechnet. Nach dem Versicherungsrecht, das ist alles auch definiert, darf eine Versicherung nicht mit der durchschnittlichen Lebenserwartung rechnen, sondern sie muss mit der maximal möglichen rechnen. Und das, was in jedem Jahr dann aber übrig bleibt, wird im Rahmen der Überschussbeteiligung rückverteilt. Herr Kleinland schüttelt den Kopf. Herr Kleinland ist einmal dran. Das ist im Rahmen, Sie dürfen, das ist Sie müssen. Unfug. Die Versicherer dürfen nach oben hin offen kalkulieren, wie sie Prinzip wollen. Das ist der Lebensversicherung. Es gibt keinen Zwang, eine bestimmte Tafel zu nehmen. Es gibt einen Zwang, einen Mindestwert an Lebenserwartung zu nehmen. Nach oben hin ist alles offen. Und aber es Sie gibt müssen durchaus dann im Moment Versicherer, die mit Überschussbeteiligung Lebenserwartung von 113 Jahren aktuell rechnen. Da sind wir alle so wahnsinnig enttäuscht, wenn wir die Überschüsse unserer Versicherung zu lesen kriegen. Also, wir nehmen wir wechseln jetzt erstmal die Seiten und gehen mal auf die Linke und fragen als erstes Frau Breymeier, wie sähe Ihr Modell für die Zukunft aus? Also, Herr Hüther sagt, 70 Jahre ist schon mal schön, so lange arbeiten wir, weil dann kommen auch ein paar mehr Beiträge zustande. Und wir sollten uns darauf einrichten, dass diese Absenkung des Rentenniveaus aus der gesetzlichen Kasse zwingend notwendig ist, weil sich unsere Gesellschaft so entwickelt. Naja, also mein Modell für die Zukunft ist, dass wir erstens weniger Erwerbslose haben aus der jetzt aktiven Generation, dass wir die Frauen, die wir bisher künstlich vom Arbeitsmarkt fernhalten, weil wir erbärmliche Kinderbetreuungsmöglichkeiten haben, zum Beispiel in Baden-Württemberg, teilhaben lassen an dieser Erwerbsarbeit. Mein Modell ist, dass wir gucken, dass wir die Leute nicht zu früh in Erwerbsunfähigkeitsrente schicken. Da können wir Gesundheitsprävention machen. Mein Modell ist, dass wir schauen, dass die Bildungszeiten nicht so lang sind, dass der Einstieg früher ist. Und dann werden wir die Erwerbstätigkeit der 18- bis 65-Jährigen gravierend erhöhen, weil heute tut ja nur die Hälfte der 18- bis 65-Jährigen überhaupt in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Und wenn wir den Erwerbsanteil und den Beitragsanteil erhöhen und dazu noch gucken, dass wir ordentliche Löhne haben, Hungerlöhne machen Hungerrenten, das ist doch völlig klar. Wir brauchen einen gesetzlichen Mindestlohn als Auffanglinie nach unten. Aber ich würde es auch sehr begrüßen, Frau von der Leyen, wenn wir uns noch mal genauer angucken würden, auch die Frage von allgemeinverbindlichen Tarifverträgen. Wir haben lange gut gelebt im Einzelhandel mit allgemeinverbindlichen Tarifverträgen. Seit wir die nicht mehr haben, geht alles den Bach runter. Also jetzt nicht in den Sekunde. Ich verstehe sehr, dass da auch das Herz der Gewerkschafterin wieder mit dabei ist. Aber Sie haben das vorhin selber gesagt. Ein Mindestlohn von 8,50 Euro würde in der Frage der Rentenberechnung ja gar nicht helfen. Weil da müssen Sie mit einem Stundensatz von 14 Euro 40 Jahre arbeiten, um in diese Grundsicherung zu kommen. Ich will doch gar nicht, dass jeder ein Leben lang 8,50 verdient. Ich möchte, dass wir leistungsgerecht bezahlen. Aber da müssen Sie sich auch eine neue Argumentation ausdenken. Weil Sie sagen, mit dem Mindestlohn würde man die Altersarmut bekämpfen. Zurzeit haben wir fast 2 Millionen Leute, die unter 5 Euro verdienen. Das geht doch nicht. Wir haben 5 Millionen Leute, die unter 8 Euro verdienen in der Stunde. Das geht doch nicht. Alleine denen wird es schon nützen. Das wären auch wiederum Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung. Und die Beiträge brauchen wir. Und Frau von der Leyen, 80%, es stimmt, wir haben gute betriebliche Altersvorsorge. Und die jetzige Rentnergeneration, da haben bei den Männern 50% eine betriebliche Regelung. Aber 80% der Frauen nicht. Also das ist, wir haben diese drei Säulen so hinzustellen, gesetzlich, privat und betrieblich so gleichberechtigt nebeneinander, das funktioniert nicht. Wir müssen ganz fest die gesetzliche Rente stärken und wir dürfen sie nicht kaputt machen. Und was ich Ihnen jetzt einfach nochmal, ich sage es jetzt noch einmal und dann lasse ich es auch, was Ihre Politik ist die letzten 15 Jahre, ist, dass die ausschließlich die Arbeitgeber entlasten und die Reichen immer noch reicher machen in diesem Land. Das ist das, was passiert. Sie regen sich auf über die Verschuldung, die geht jede Sekunde 2.000 Euro hoch, das stimmt. Aber gleichzeitig steigt das private Vermögen jede Sekunde um 6.000 Euro. Und das ist die Maßgabe der Gerechtigkeit wollten Sie sich laut Koalitionsvertrag ja mit dem Thema Renten und Alter befassen in Deutschland. Wie sehr schmerzt Sie das, den Vorwurf zu hören, dass Sie im Grunde etwas zerstören,
nämlich die umlagefinanzierte Rente und mit dieser privaten Vorsorge kaputt gemacht haben, weil sie einseitig die Arbeitnehmer belastet. Also ja nicht wir, sondern die rot-grüne Regierung. Da muss man ja auch noch mal erinnern. Es gab ja mal einen gesellschaftlichen Konsens zwischen der damaligen Opposition, CDU, CSU und FDP und der damaligen Regierung, das so zu machen. Und das hat Gründe. Das sollten wir auch nicht wegwerfen. Wir haben das ja eben schon darüber gesprochen. Es hat Gründe der Demografie, die kann man auch nicht wegdiskutieren. Und das funktioniert. Das muss man sich auch noch mal vergegenwärtigen. Ich stelle meine Frage auch noch mal, nur damit wir uns jetzt nicht gegenseitig langweilen.